Hallo und herzlich willkommen mal zu einem etwas anderen Video. Man wird jetzt wahrscheinlich schon ganz genau sehen, was wir hier haben. Also zumindest die, die sich mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigen und dann halt auch mit dem Trading Card Game an sich. Und zwar haben wir von dem neuen Booster jetzt hier ein ganzes Display, also Clash of Rebellions. Und ja, ich dachte mir so, zur kleinen Abwechslung zwischendurch können wir eigentlich auch mal ein Unboxing machen. Also sehen wir doch da mal rein und machen wir als erstes mal hier komische Plastikverpackung mit ab. Ja, das spiegelt jetzt ein bisschen. Das sieht man hier, ich habe extra noch ein Licht angemacht. Schön mit LEDs. Energiesparend und gleichzeitig hell. Ja, Umweltschutz und so. Und wer es jetzt ungefähr hier so sieht, sieht man von der Kamera noch. Na, ich hoffe einfach mal, dass der Ton halbwegs vernünftig ist, weil vorne hat er ein bisschen rumgeknötert. So, machen wir hier. So werden es die meisten wahrscheinlich erkennen, die sich die Booster halt holen. So steht es halt meistens dann im Laden. Außer für, natürlich für die, die sich es bestellt haben. Ja. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, ist das ein ganzes Display. Zwangsläufig, wir haben es ja gerade aufgemacht. Und also dementsprechend 24 Booster mit je 9 Karten. Die Verpackung mache ich mal wieder weg. So, hier ein paar Hüllen, falls was, ja, ich sag mal so, wirklich Cooles dabei ist. Matte erstmal wieder gerade ziehen, das ist ja schlimm. So, muss ich erstmal gucken, dass man die so positioniert, dass man es so sieht später noch. So, und nicht lang drum herum, fangen wir doch einfach mal an. Es sind ein paar relativ gute Karten eigentlich dabei. Und es kommt halt auch schon Zeug für die, für die ersten, beziehungsweise für später richtig gute Decks dabei. Also raus halt mit. So, was haben wir da? Musikalisch. Rangsteigerung für die Raptoren. Pünktliches Aussterben. Büroroboter. Sind übrigens auch nicht so schlecht. Also kommt auf jeden Fall noch in, also eine ganze Reihe von denen. Frost und Vasall. Das ist doch für die Monarchen auf jeden Fall ziemlich gut. Feuchte Winde passt ja jetzt zum, also zu der Reihe, die jetzt läuft. Müsste laufen. Also Aromages, halt eine der wichtigsten Karten in dem gesamten Deck. Gut, Künstlerkumpel Silberklaue, Trickkiste und der schwarze Metalldrache. Ja, die Rare halt. Und sonst eigentlich erstmal nichts wirklich Weltbewegendes. Ich hoffe mal, dass man das halbwegs so sieht. Ich könnte es ein bisschen heranhalten, aber das Doofe ist, es blendet hier halt relativ gut. Ich habe das jetzt halt erstmal so gemacht, sollte ich es vielleicht auch mit so machen, dass man sieht. Also Commons, Rare und dann natürlich das, was noch kommt, werden wir dann sehen. So, Verpackung wieder weg. Und dann haben wir hier als erstes Künstlerzauberer. Die sind teilweise auch interessant, haben ein paar lustige Karten. Strand. Also Kaiju für die neuen Monster, beziehungsweise das neue System, was demnächst noch kommt. Also so eine Art, ja, Godzilla-System. Halt große Monster, die viel Aua machen können. DD Pandora. Gut, Vorteil an der Sache, DDs kommen jetzt raus, beziehungsweise DDDs. Aber die ist jetzt halt nicht so super dafür geeignet. Nebenwirkungen, ja gut. Gut, Drachengong, Pendelmonster. Für das Normalpendelsystem halt immer noch super. Ignite. Ja, Unterstützung. Hüter des Schreins und noch ein Ignite. Also auf jeden Fall nicht so schlecht. Den Drachengong mal wieder damit hin. Aber sonst halt, ja, ein bisschen Ignite-Zeug. Die sind halt auch nicht so unbedingt schlecht. Das Problem bei den Ignites, was ich halt immer habe, beziehungsweise sehe,
Na, die sind, seitdem sich rausgestellt hat, dass die Kombo mit dem Schlüsselkäfer nicht funktioniert, aus offensichtlichen Gründen halt, sind sie relativ schlecht. Gut, sie haben noch Nummer 86, also Rumgomian, aber naja. Aber jetzt hier zurück zu den Karten. Haben wir Trommelgorilla von den Künstlerkumpeln, gut, pünktliches Aussteigen können wir. Noch ein Aromage. Die braune ist nach Textbeschreibung bzw. nach Lore. Lore? Plot? Ist ja egal. Halt. Eigentlich sind das alles Frauen. Warum sie jetzt aus der braunen und der roten jetzt im Endeffekt einen Mann gemacht haben, oder es zumindest versucht haben, ist fragwürdig. Wenn man ganz genau hinguckt, können wir ja mal. Sie sieht, also am besten man guckt sich die Bilder so nochmal direkt an bei Yu-Gi-Oh! Wiki oder so. Aber das Gesicht sieht dann doch eher ein bisschen weiblich aus. Naja, auf jeden Fall Aromages, auch nicht unbedingt so schlecht. Also inkonstant halt, aber naja. Cosmo-Gleiter. Ja, gut. Ah, der Samurai. Den hatte ich ja auch mit im Deck-Profile bzw. in der Reihe von den super starken Samurais mit erwähnt, dass der mit halt essentiell für das Deck ist. Und der war damals halt aber noch nicht draußen, das heißt also halt auch im TCG nicht. Ist jetzt halt zwangsläufig dabei, wie man sieht. Ja, er kann halt, wenn er beschworen wurde per die Synchro, also per Synchro zwangsläufig, alle Zauber- und Fangkarten auf dem Feld zerstören, wenn du keine eigenen Zauber- und Fangkarten im Friedhof hast. Ist nicht schlecht, um sich halt auch mit von Pendelsystemen und all sowas zu befreien. Kann halt auch aus der Def angreifen, mit 2,5 Def nicht unbedingt schwach. Stufe 6 geht. Also auf jeden Fall nicht unbedingt eine schlechte Karte. Problem ist halt, man kann ihn in anderen Decks selten verwenden, weil er braucht einen Empfänger vom Typ Maschine und super starke Samurai als Material. Also nur selten verwendbar in anderen Decks. Aber für die super starken halt doch extrem gut. Deswegen werde ich den jetzt auch erstmal eintüten. Ja, ich weiß, er ist nicht so was Besonderes, aber immerhin. Man muss es ja nicht mehr oder weniger zerlegen. Und jetzt sehe ich, von hier sieht man sie gar nicht. Wenn ich sie hier hin, da lege ich sie unter divers. Dann blendet es wenigstens nicht so gut. Was haben wir jetzt hier noch? Künstler, Zauberer, Stelzenschütze, Trickclown. Der ist übrigens richtig fies, weil der ist. Also im Endeffekt kann man einfach sagen, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kannst du 1000 Lebenspunkte bezahlen und ein Künstlerzauberer wieder aufs Feld speziell beschwören mit 0-0. Ist halt für Exceeds super. So, Aromagarten, ja, Aromages kommen halt gerade in der Reihe, deswegen sollte es nicht so verwunderlich sein, warum ich die Texte jetzt von denen nicht nochmal erwähne. Ich hoffe ja, dass wir noch was richtig Cooles dabei haben. Hauptsächlich halt Rotaugenzeug, weil, ja, Rotaugen sind halt geil. Künstlerkumpel, Kamelhöcker. Ja, gut. Und nochmal Büroroboter, Raptor, noch ein Überfallraptor. Flaumiger Lanius. Ja, die sind halt, die erinnern mich so ein bisschen an Satella, weil die halt hauptsächlich auf vierer Exceeds mit drei Materialien gehen, aber ja, haben halt eine andere Mechanik. Sind aber halt auch relativ interessant. Kosmostadt. Ja, Spiel für Zauberkarte zu den Kosmo. Die Kosmo-Effekte sind teilweise vielleicht ein bisschen übertrieben. Muss ich halt aber erst noch rausstellen, wie das dann halt im TCG bzw. auf den Turnieren dann halt was damit geht. Oder ob da überhaupt was geht. Aber auf jeden Fall immerhin was. Ja, Salutiertiger. Auch nicht schlecht für die Künstlerkumpel. Zündphönix, Ignite, oh, verdorbene, verborgene Sprengladung und ein bisschen Rotaugenzeug. Die Karte ist jetzt halt aber relativ nutzfrei eigentlich, weil die halt schon in der Special Edition mit rauskam. Zum Beispiel auch mit wirre Augen. Also
an sich nicht schlecht, aber gibt's da halt als super. Und sieht dementsprechend halt auch ein bisschen besser aus. Für die Leute, die halt sich aber nicht die, ja, ich sag mal so, Mühe gemacht haben, die Editions zu holen, wo die Karten drinne waren, weil sie halt auch ein bisschen, ja, ich sag mal so, Geldrausschmeißerei sind, wenn man das so sehen will, weil die sind ja jetzt hier auch in Kammern mit drinne. Ja, die können sie sich halt auch einfach hier in Kammern nehmen, weil im Endeffekt, der Effekt ist derselbe, sie sieht ein bisschen schöner aus, es glitzert halt hauptsächlich, aber gut, ich habe sie mir halt auch rangetauscht, beziehungsweise halt so mit meinen Kumpels organisiert. Ja, egal, machen wir weiter. Ausgleichendes Urteil, ja, nicht schlecht. Aromage, super starker Samurai, Schweißbrenner, ja, von, die haben halt auch wieder einen Haufen neues Zeug bekommen. Auch im TCG und halt auch bei DevPro. Deswegen könnte man da teilweise ja vielleicht nochmal was machen. Muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich ja nebenbei noch die Zeit, um das Deck wieder ein bisschen zu überarbeiten. Die sind auf jeden Fall von der Mechanik her relativ lustig. So, was haben wir noch? Bläschenbarriere. Gut. Ah, Wegbereiter von den Cosmo. Richtig fies das Ding. Weil jedes Standby-Phase 1000 Lebenspunkte sind halt schon geil, vor allem in der Mechanik mit der Cosmo-Stadt, mit der man sich ja entfernte wieder auf die Hand holen kann. Gut, Ignite, Rotauge. Ah, und hier haben wir ihre Augen. Die war halt genauso wie die. Wie hieß es denn jetzt? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß. Genau hier, wie Rückkehr der Rotäugigen als Super in der Special Edition. Ja, ist aber wie gesagt hier als Common drinne, deswegen kann man die eigentlich auch als Common spielen. Es gibt halt Leute, die legen Wert auf eine höhere Edition davon, beziehungsweise Seltenheitsstufe, aber für mich reicht es, also. Ich höre es manchmal hier so ein bisschen knötern an der Kamera. Ich hoffe, das hört man nachher nicht mit im Video. Falls doch, entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, weil das Setting hier ist noch ein bisschen, ja, ich sag mal so, noobig aufgebaut, weil, wie gesagt, ist ja das erste Mal jetzt. Und halt mehr oder minder auch spontan. Ich glaube, jetzt hat man es gerade wieder gehört. Naja, wir müssen ja erstmal gucken. So, Trommelgorilla, verlorener Paradiesvogel, ja, Aromakrug. Halt auch sehr nützlich, macht das Spiel eventuell vielleicht ein bisschen langsamer, kann einen halt aber den Arsch retten, wenn man nichts gerade zur Hand hat mit Effektzerstörung oder sowas wie Castell oder so. Künstlerkumpel, Schadensjongleur, ja. Marische Entführerin, die ist auch nicht so schlecht. Da kommen bestimmt noch ein paar lustige Decks dann damit raus. Legen wir erstmal hier mit zu den Vers. Hütchenspieler, Trickclown, also Künstlerzauberer sind auf jeden Fall ein paar dabei. Müsste man gucken, wie die sich halt in Verbindung mit den Künstlerkumpeln machen. Ja. So, verdorbene schon wieder, verborgene Sprengladung. Wir haben ja schon ein bisschen was von Cosmo dabei gehabt und auch von Ignites, also man hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was von den relativ guten Decks, wenn man das so sehen will, weil Cosmo und Ignite sind halt nicht unbedingt schlecht. Aber hier Pianissimo, ja, geht. Wieder mal ein Überfallraptor. Musikalisch, Büroroboter. Ah, Orakelkönig von Orléans. Also im Endeffekt eigentlich Dark. Ich habe gehört, die ist relativ selten in den Boostern drinne gewesen. Kann ich mir als Wehr jetzt eigentlich gar nicht so vorstellen, aber ist halt eine der essentiellen Bestandteile für das DD-System, beziehungsweise DDD-System. Auf jeden Fall richtig cool. Deswegen, obwohl es jetzt nur eine Wehr ist, werde ich es trotzdem einfach mal mit eintüten, das gute Stück, weil man muss ja nicht unbedingt dafür sorgen, dass die kaputter geht, als es ohnehin nötig ist. Ja, wo legen wir sie jetzt hin? Ach, hauen wir sie damit hin. So, ah ja, genau hier noch ein Ignite.
Trickkiste, Salutiertiger und nochmal ein Metalldrache. Da haben wir mittlerweile auch ein Playset. Ist doch immerhin schon mal was für die Rotäugigen mit. Noch nicht wirklich was Besonderes. Ich hoffe ja, dass ich vielleicht noch ein bisschen Glück habe und doch eine von den Selteneren mit dabei habe. Musikalische Dia. Verloren. Okay. Ah, hier. Bergamott. Also die rote. Beziehungsweise, ja, haben sie halt auch ein bisschen umgebaut. Ich weiß gar nicht, sieht man das. Sieht jetzt halt nicht mehr so weiblich aus. Naja, ist halt fraglich, was sie damit dann erreichen wollten, aber ja, ist ja nur vollkommen egal eigentlich, ob es Frauen, Männer oder weiß der Teufel was sind, hätten auch Tiere sein können, hätte hier sowieso nicht großartig gestört, ist immerhin ein Krug dabei. Aber auf jeden Fall, als wäre, ja, brauchbar für das System. So, und da haben wir doch auch schon wieder was von Cosmo und diesmal sogar was, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen Seltenes. Die Guthexe, hätten sie auch gute Hexe nennen können, aber gut. Ja, Cosmo sollten teilweise halt auch bekannt sein. Wenn nicht, ja, könnt ihr einfach mal gucken. Ich werde wahrscheinlich auch die Karten im, also in der Videobeschreibung nochmal alle hier aufzählen. Beziehungsweise halt dann auf Wikipedia die Booster, also den Booster halt verlinken mit der gesamten Kartenaufzählung. So, auf jeden Fall nicht lange rumgequatscht. Gute Hexe, oder gut Hexe, schnell in die Hülle rein. Und mit zu den anderen gehüllten Überfallraptor, wirre Augen, Hütchenspieler, gut. Ich muss mir angewöhnen, öfter auf die Kamera zu gucken, ob das denn halt auch wirklich alles gut aufgenommen wird und was man sieht. Ich quatsche die ganze Zeit nur. Vom Let's Play machen dann doch ein bisschen abgelenkt. Das, weil da sieht man ja halt auch, was man aufnimmt. Ja, Samurai wieder. Ja, ja, Überfallraptor. Ah, hier. Künstler, Zauberer, Trapezmagier. Exit. Kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also scheint nicht so gut zu sein. Haben die Leute bis jetzt noch nicht wirklich gespielt. Hauen wir trotzdem mal mit auf den Wehrhaufen. Ach, nicht wegrutschen. So, was haben wir hier? Ja, Ignite wieder ein bisschen. Bis jetzt noch nicht so wirklich was Besonderes, außer die eine Cosmo-Tante. Aber wir haben ja noch ordentlich was vor uns. Also machen wir vielleicht doch mal ein bisschen schnell. Ja, wieder für die Kaiju. Ja, musikalisch, Künstlerkumpel, C. Nerven. Ach nee, Nebenverdienst. Nervenverdienst. Ja, gut. Ja, man kann halt Karten ziehen. Nicht unbedingt schlecht, aber im Vergleich zu den normalen Dwarf Power Engines halt immer noch ein bisschen fragwürdig. Raptor, Drachen, Aromages, ja. Kommt auf jeden Fall ein ganzer Stapel hier drüben zusammen. Gut. So. So. Künstler. Ah, hier, geheimnisvoller Panzerdrache. Vierermonster, 2000 Angriff. Also, ja, ich sag mal so, wenn jemand vielleicht einen Kumpel oder jemanden hat, der neu anfängt, kann man die halt durchaus mal mit in das Deck reinpacken. Macht auf jeden Fall ein bisschen was her. Dann haben wir hier DDD, Scharfschützenkönig Tell. Spiele ich jetzt persönlich nicht, weil, wie gesagt, er ist Rang 5. Und da kommst du halt in der normalen Konfiguration halt einfach nicht drauf. Es sei denn, du legst es halt drauf aus oder drauf an. Pendelversion könnte eventuell öfter auf den kommen. Ja gut. Aromagarten, Ignite, Künstlerzauberer. Künstlerzauberer sind anscheinend hier in dem Display relativ oft vertreten. Ja, sind einige auch nicht unbedingt so schlechte Sachen dabei. So, nochmal Kaiju-Spielfeld, Aroma, Lanius, oh, magische Entführerin, Templar, ja,
warum der jetzt so unbedingt eine höhere Auflage haben musste, fraglich, aber ja gut, er sieht jetzt wie die anderen auch nicht so schlecht aus. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist die Namensverteilung, die sie bekommen haben. Weil früher, oder ganz am Anfang, hatten die ja alle Waffennamen, beziehungsweise halt von, ja doch von Waffen, von Schwertern teilweise, oder halt auch von Schusswaffen. Haben die Amerikaner sich damals bestimmt gefreut. Bei uns ist das, kommt das anscheinend nicht so gut an, oder soll nicht halt so veröffentlicht werden, deswegen haben sie die Namen halt einfach in solche, ja ich sag mal so, Klassen geändert. Wer jetzt MMOs spielt, der wird Templer oder sowas mit kennen. Rotäugig nochmal, gut, nicht wirklich was Besonderes hier, da haben wir auch die Hälfte schon durch. Die Ausbeute bis jetzt ist relativ mager, eigentlich. Ich hoffe mal, da kommt noch was. Ja, Aromages, werden wir nicht los. Kaiju. Ah, hier, Lanzenträger. Ja, meines Wissens wird ja nicht großartig gespielt, aber immerhin eine Wehr. Und da haben wir auch schon die erste Rotaugenkarte, die ein bisschen besser ist. Also rotäugige Fusion. Spiele ich jetzt persönlich nicht, aber ist jetzt nicht unbedingt so schlecht. Erstmal halt andersrum einhüllen. Ja, man kann halt, wenn man keine Monster kontrolliert, vom Deck fusionieren. Muss halt aber alles rotäugig sein. Beziehungsweise das Fusionsmonster muss als Material rotäugig haben. Dann kann man halt vom Deck das auf den Friedhof legen. Müssen halt aber normale Monster sein. Ist jetzt nur bedingt geil, weil man dann halt keine anderen Beschwörungen machen kann. Allerdings, ja, damit kann man halt im Zweifel zwar auch legen, weil sich deffen, also setzen kann man immer noch. Whispel, der Beschwörer, ja. Es gibt halt hier auch relativ viele Sachen für die Pendelmechaniken. Mal gucken. Ich glaube, ich muss bald einen neuen Kammenstapel anfangen, weil der wird schon ziemlich hoch. Der kippt immer fast um. Kamelhöcker wieder. Ausgleichendes Urteil. Himmelsdragoner. Ja, Normalpendelsystem. Sonst nicht wirklich was Cooles. Ich klicke jetzt erstmal dahin. Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir hier wahrscheinlich kein großes Glück haben werden, was dann doch ein bisschen traurig ist. Weil bis jetzt ist die Ausbeute ja wirklich eher mager. Ja, magische Entführerin wieder. Ein Haufen Ignite-Zeig. Also ein Haufen, hauptsächlich halt Künstlerzauberer, die keine Sau braucht. Ist schon ein bisschen schade, weil es gibt ein paar richtig coole Karten. Die Rotaugen-Exit zum Beispiel ist halt ja so ziemlich das Geilste, was in dem Display mit drin ist, zumindest für mich jetzt. Hier haben wir auch schon einen der beiden Kaiju-Monster. Ja, dadurch, dass aber jetzt nur so drei Karten oder so draußen sind, lohnt sich das System eigentlich noch nicht, aber man kann ja mal ein Auge drauf halten. Sind halt so Lava-Golem-Effekte. Oh, ich gucke viel zu wenig auf die Kamera, ob man da jetzt überhaupt was gesehen hat, wäre auch nochmal. Falls es jetzt teilweise an vielen Stellen wahrscheinlich nicht gut zu erkennen ist, entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Aber ja, wir lernen ja alle noch. Beziehungsweise ich meistens. Oder halt auch nicht. Ich sollte... Ach, das Knötern geht mir ja teilweise wirklich ein bisschen auf den Sack von der Kamera. Da muss ich nochmal gucken. Für die nächsten Male. Ja, DDD nochmal. Ah, hier. Xianke Magier. Hot Eyes. Halt super dafür geeignet, kommt man halt relativ gut auf die Exil, also Rebellions-Exil-Drache, nee, nicht Exil-Drache, und irgendwie Rebellions-Drache, ist hier auch drin, glaube ich nicht, dass wir das Glück haben und den ziehen werden. Allerdings, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aromagarten wieder, also halt hier drüben. Wir haben schon ein paar Aromasachen dabei. Auf jeden Fall nicht so schlecht. Obwohl ich jetzt mir Aroma eigentlich auch nicht zusammenbauen will, weil das Deck an sich ist mir zu instabil. Ja, Glider nochmal. Ja,
hauptsächlich Künstlerzauberer, die sind anscheinend hier Füllmaterial geworden. So, und pünktliches Aussterben mal wieder. Das ist etwas Kacke, weil, ja, wir ziehen nicht so wirklich das coole Zeug. Na, hier der zweite Kaiju. Immerhin haben wir von allen jetzt mindestens einen. Ein paar Ignite-Sachen. Wirre Augen. Ja, wir haben jetzt immerhin, glaube ich, ein Playset Wirre Augen. Also läuft auf jeden Fall schon mal. Ach, es geht langsam zur Neige. Ja, mit der, was wir jetzt in der Hand haben. Für Booster. Feuerritterausbruch. Ja, gut. Feuchte Winde. Es ist jetzt wirklich ein bisschen deprimierend, dass wir jetzt nicht so das geile Zeug gezogen haben. Aber ja, gut, man kann ja halt nicht immer Glück haben. Das ist halt auch essentiell, ja, mit beim Booster kaufen, beziehungsweise Display kaufen. Ja, mal schön Führerin. Oh, Dekatron für Infernoids. Auch mit einer guten Karte dafür. Leider spielt erstaunlicherweise irgendwie fast keiner Infernoid. Obwohl das System halt, wenn man es richtig aufgebaut hat und auf Geschwindigkeit wirklich geht, unfassbar hässlich sein kann, weil ja, man kann halt praktisch so viel beschwören in einem Zug, wie man will. Beziehungsweise halt immer wieder durchladen und die sich dann halt selber wegopfern lassen. Ja, aber anscheinend nicht so stabil für die meisten oder nicht stabil genug, deswegen werden Aroma Mages wahrscheinlich auch nur so eine Art Fun-Deck, obwohl die halt relativ gut sind, beziehungsweise wenn sie halt erstmal gut dastehen. Bergamot nochmal, haben wir jetzt auch zwei. Ignites haben wir einen Haufen. Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube aber, die wirklich seltenen waren jetzt nicht dabei. Ja, wir haben den einen, aber ja gut. Die sind ja jetzt halt alle nicht so kostenaufwendig. Ich glaube, liegen jetzt alle so mittlerweile bei 2 Euro oder so oder drunter. Lanius, Nebenverdienst. Ah, hier, Rosmarin, also die blaue. Gut, dass die jetzt hier so eine hohe Auflage bekommen hat oder relativ hohe Auflage, kann ich verstehen, weil ihr Effekt ist halt neben ja Weißen, also Jasmin, das Beste, was die Aromages jetzt halt zu bieten haben. Weil damit kann man den Gegner halt schon richtig fies auskontern. Hemmung. Also damals halt auf Death Pro Chicken Race. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so heißt. Auf jeden Fall eine mit der seltensten. Ja, ich sag mal, Karten von wegen niedrige Seltenheitsstufe. Gut, könnte auch daran liegen, dass es eine Shortprint ist. Aber auf jeden Fall ist es eine gar nicht so schlechte Karte, weil wenn du weniger Lebenspunkte hast als dein Gegner, kriegst du keinen Kampfschaden. Und du kannst jede Runde 1000 Schaden, also 1000 Punkte zahlen, um einen der Effekte zu aktivieren, also eine Karte ziehen, diese Karte zerstören und dein Gegner erhält 1000 Lebenspunkte. Könnte man in Aromages eventuell auch relativ gut benutzen. Nachteil ist, dein Gegner kann dasselbe machen. Also, wenn der halt weniger Lebenspunkte hat als du, was bei Aromages ja im Regelfall sowieso der Fall sein sollte, wenn alles gut läuft, kriegt er keinen Kampfschaden. Das bedeutet, die ist halt relativ gut, um sich wieder aufzubauen. Hat halt aber auch entsprechende Nachteile. Ach, wisst ihr was? Die ist eigentlich, dadurch, dass es so selten ist, tüte ich sie jetzt eigentlich auch einfach mal mit ein, weil, ja, was soll der Geiz? Wir haben genug Hüllen. So wirklich tolle Sachen haben wir noch nicht gezogen. Also gut ein paar, aber ja. Ah, der letzte. Wir entschuldigen uns für diese Kurzunterbrechung aufgrund technischer Störungen und wünschen Ihnen viel Spaß beim weiteren Programm. Ja, da hat es doch eiskalt mal die Kamera ausgeschalten. Zum Glück habe ich es auch gleich gemerkt. Deswegen, ja, wie gesagt, letzter Booster. Es war jetzt nicht so sonderlich geil. Mal gucken. Vielleicht haben wir dann doch noch ein bisschen Glück. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Rotauge, zumindest eine Superrare oder so. Ich glaube es ja nicht. Cool wäre natürlich auch das Farmgirl. So für ein bisschen
ja, Geld oder zumindest überhaupt irgendwas. Aber ich glaube es ja, wie gesagt, eher weniger. So, musikalisch, Raptor, der Drache, aha, Kristallrose, ja. Naja gut, Exzentriker. Die ist doch immerhin schon mal, ja, so geil, dass wir sie doch gleich mal in eine Tüte schmeißen. So, na komm. Ja. Die wird halt auch, oh, scheiß Licht, so, teilweise in den meisten Pendelsystemen mitgespielt, weil sie hat halt den Vorteil, in der Pendelzone kannst du sie halt zerstören und der Zauber der Fangkarte auf dem Spielfeld zerstören. Und auf dem Spielfeld kannst du sie halt als Tribut anbieten und dafür dann halt Monster zerstören. Also eine reine Zerstörungskarte. Ich würde sie ja im Odd-Eyes-System auch spielen. Das Problem ist, Pendel Scale 7, gut, das sieht man jetzt so schlecht, aber den blauen immerhin, 7 dementsprechend für Odd-Eyes nicht wirklich geeignet. Bei den Künstlerkumpeln oder halt bei niedrigstufigeren Pendelsystemen könnte es eventuell funktionieren. Müsste man testen, aber gut. Auf jeden Fall immerhin jetzt zum Schluss nochmal ein kleinerer Erfolg. Dafür werden wir gleich wieder mit Aromages bestraft. So, ja, Salutiertiger, Raptorbill. Ja, relativ viele Künstlerzauberer, die halt teilweise nutzlos sind. Auch ein paar Aromages, also bis auf Wetteis hatten wir eigentlich relativ viel dabei. Halt bei den Vers, ein paar Aromages, die Kaijus. Und relativ viel Cosmo, also relativ viel hier hinten halt, beziehungsweise ganz am Anfang. Ja, die Rares sind jetzt ja sowieso eher ein bisschen fraglich, was Effektivität angeht. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel Cosmo zusammenbauen würde, hätte man schon mal eine relativ gute Grundlage, zumindestens mehr oder weniger. Aber es kommt ja sowieso halt mehr auf die ja, höheren Seltenheitsgrade an. Gut, Dark gehört jetzt nicht dazu. Hermum gehört jetzt nicht so wirklich dazu. Aber hier die Sachen wie super starker Samurai. Gut, so jetzt auch nicht so unbedingt geil. Aber immerhin, ja, ich sag mal so, es gibt schlimmere Karten, die man haben kann. Was halbwegs gut ist, die gute Hexe von den Cosmo, was für mich jetzt toll ist, Rotäugige Fusion, spiele ich jetzt selber so nicht, werde ich halt aber trotzdem erstmal gucken, ob ich da vielleicht doch noch was mitmachen kann. Gut, Zünderritter bzw. Feuerritter oder, ja, kann man spielen. Sind für ein Pendelsystem meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. Was natürlich jetzt der Knaller war, die Exzentrikerin, die kam natürlich richtig geil. Ja, Rosmarin, Dekatron und Xianke Magier. Xianke halt hauptsächlich dann für das Odd-Eyes-Pendelsystem, beziehungsweise die Magier-Pendelsysteme, weil die kann man ja halt in relativ vielen Pendelsystemen integrieren. Auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Ja, Infernoid und Aromages sind beides so Systeme, die anscheinend nicht so gerne gespielt werden. Allerdings, ja, ich denke mal, es hat sich preislich jetzt nicht unbedingt gelohnt, wenn man jetzt versuchen würde, das Zeug zu verkaufen. Allerdings, die Exzentrikerin und die gute Hexe oder Guthexe von den Cosmo ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Man hat relativ viel Brauchbares dabei gehabt. Was mich jetzt halt auch verwundert, ist zum Beispiel die Tatsache, dass Dark relativ selten dabei ist. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass das System, wenn es erstmal draußen ist, relativ stark ist, kann man sich das halt auch mehr oder weniger so erklären. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es jetzt hier gefallen, mal was anderes zu sehen, außer den normalen Reihen und halt die anderen Let's Plays.
Könnt mir ja einfach mal eure Meinung dalassen, beziehungsweise halt sagen, ob wir sowas halt mal öfter machen sollen oder können. Es kommt ja halt nun mal relativ wenig raus, wofür sich so ein Unboxing eigentlich lohnt, weil Structure Decks zum Beispiel braucht man jetzt ja theoretisch nicht unboxen, weil ja die Liste ist nun mal halt schon vorher klar, was drinne ist und das ist halt auf jeden Fall auch drinne. Ja, wie gesagt, lasst mich einfach eure Meinung wissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.